PowerPoint, Titelfolie und Navigation. Wir haben ja bereits eine Titelfolie erstellt und hier die zweite Folie, einen Zweispälter. Und ich hätte nun gerne hier eine Navigation. Also gehe ich hier zur Titelfolie und füge hier ein Textfeld ein unter Textfeld. Es erscheint hier ein kleiner, dünner Pfeil. Ich zupfe hier ein Textfeld auf und texte nun hier etwas rein. Erstens Bio. Achtung, erschrecken Sie nicht. Das Textfeld klappt komischerweise wieder zusammen. Macht nichts. Ich mache eine Zeilenschaltung. Ich schreibe nun Standort und Sorten. Und der letzte Navigationspunkt, das ist unser Team. Nun mache ich zwei Sachen. Erstens vergrößere ich diesen Text so, dass das längste Wort hier hinten ankommt. Also größer, 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 größer. Ginge immer noch. Okay, es sollte auch noch gut aussehen. Ist jetzt schon ein bisschen riesig. Ich mache es ein bisschen kleiner, vielleicht etwa so. Und die Schriftfarbe wähle ich so, bisschen grau, vielleicht noch grauer, ja, so sieht man es kaum mehr, also etwa so, es ist ausgegraut. Nun kopiere ich dieses Textfeld, ich klicke auf den Rand, mache einen Rechtsklick, sage kopieren, natürlich ginge auch Ctrl-C, gehe nun zur nächsten Folie, hier fehlt ja noch diese Navigation und füge das nun mit einem Rechtsklick wieder ein, einfügen oder Ctrl-V. Das Einzige, was ich hier ändere, ist, ich markiere das erste Wort Bio und ändere hier die Schriftfarbe zum Beispiel auf Weiß oder Gelb. Einfach ein bisschen klarer und jetzt sehen alle Zuschauer, aha, ich bin nun bei der Biofolie. Vielleicht gibt es eine zweite Biofolie, eine dritte, und sobald ich dann zum Thema Standort gehe und komme, dann werde ich das Wort Standort einfärben. Und wenn wir das nun anschauen, ich gehe in die Show, dann sieht es so aus, hier habe ich die Navigation, ich gehe zur nächsten Folie. Für die Zuschauer ändert eigentlich nur die Farbe und alle sehen, wo wir stecken. Ich gehe wieder zurück, in Wirklichkeit ändert natürlich das ganze Textfeld. Warum habe ich das nicht im Master gemacht? Das geht gar nicht im Master. Wenn ich im Master dieses Textfeld bereits eingefügt hätte, dann wäre alles immer grau und ich hätte die Möglichkeit nicht, hier vorne nachher einen Text weiß zu machen, sodass die Zuschauer sehen, wo ich gerade stecke. Das war's.